Bundeskanzler, es gab diese Idee, Deutschland macht es für Visaleistungen für Erdbebenopfer. Die ÖVP ist da dagegen. Warum eigentlich? Naja, zum einen, wir haben ja jetzt sehr intensiv diskutiert beim EU-Rat und da war das Thema Türkei natürlich eines und auch der Hilfe für die Türkei. Und gleichzeitig war es aber beim EU-Rat vor allem das Thema Migration und wie wir uns dagegen in Zukunft besser gemeinsam koordinieren können, gegen illegale Migration schützen können. Das war tatsächlich ein Durchbruch, der gelungen ist. Es wurden Pilotprojekte vereinbart. Es wurde vereinbart, dass tatsächlich mehr Geld den Außengrenzländern zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir haben jetzt einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gesetzt, damit es mehr Sicherheit für Österreich auch gibt, damit Außengrenzen geschützt werden. Zur Frage der Türkei. Es gibt das gemeinsame Commitment der Europäischen Union, zu sagen, dass es eine Aufbaukonferenz geben muss. Wir müssen den Menschen vor Ort helfen. Österreich hat spontan geholfen. Wir haben 3 Millionen akut zur Verfügung gestellt. Wir sind mit dem Bundesheer und anderen Rettungseinsatzkräften vor Ort, um eben Erdbebenopfer zu bergen. Wir sind mit Hilfslieferungen vor Ort. Wir werden diese Hilfe fortsetzen, aber bei uns gilt Hilfe vor Ort. Gut, aber das eine schließt das andere nicht aus. Das wäre ja auch eine Hilfsmaßnahme, dass die Leute herkommen und hier von ihren Angehörigen unterstützt werden. So wie ich schon gesagt habe, wir gehen davon aus, dass wir am besten helfen, wenn wir vor Ort helfen können. Deswegen die Geberkonferenz für die Türkei und deswegen auch jetzt der Zugang, dass wir eben schauen, wo können wir jetzt die türkischen Behörden bestmöglich unterstützen. Es sind ja ganz viele Hilfslieferungsangebote schon gemacht worden. Jetzt geht es darum, wie ruft die Türkei ab, wo braucht die Türkei noch Hilfe und dort ist Österreich bereit zu helfen. Also was Deutschland macht, ist falsch. Ich habe nicht gesagt, was Deutschland macht und das ist keine Bewertung von mir, sondern wir machen es anders. Sie sehen ja den letzten EU-Rat als Durchbruch, was den Grenzschutz angeht. Sie bleiben aber gleichzeitig bei Ihrem Veto gegen den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien. Wieso eigentlich, wenn Sie das als Durchbruch ansehen? Beides unterschiedliche Themen. Zunächst war es mal wichtig, dass die Europäischen Unionsmitgliedstaaten, das sind 27 in Summe, das Thema Migration tatsächlich wieder auf die Agenda nehmen. Das war 3 Jahre lang nicht so. Und wenn es auf der Agenda war, gab es einen Streit zwischen Außengrenzländern, also die zum Beispiel eine Meeresgrenze oder eine Landesgrenze haben als Außengrenzland und denen, die nicht so sehr davon betroffen sind, weil sie ein Binnenland sind wie Österreich. Trotzdem ist Österreich von Migration sehr stark betroffen. Über 100.000 Asylanträge, über 75.000 davon nicht registriert. Das heißt, der Außengrenzschutz funktioniert nicht. Das war das Thema jetzt bei diesem Migrationsgipfel. Die Schengen-Frage ist eine andere. Warum? Weil bei der Schengen-Erweiterung ein Problem zutage getreten ist, das aus meiner Sicht dringend gelöst gehört. Wenn wir über 109.000 Asylanträge mittlerweile in Österreich haben und über 75.000 davon nicht registriert sind, aber wir wissen von polizeilichen Erhebungen, dass ein Teil eben auch über Bulgarien, Rumänien Richtung Ungarn und dann Österreich gekommen ist, dann muss man da etwas tun. Und bevor es nicht hier signifikante Veränderungen gibt, nicht einen signifikanten langfristigen Rückgang gibt, in den Aufgriffen, die nicht registriert sind, können wir das Schengen-Veto nicht zurücknehmen. Und wenn wir es zurücknehmen sollten, dann müssen alle anderen Schengen-Länder genauso ehrlich und verantwortungsvoll sein. Und dann muss zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland auch die Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland beenden. Aber was konkret muss passieren, dass Sie sagen, okay, jetzt funktioniert das System wieder und wir können das Veto doch bleiben lassen? Wenn wir sehen, dass bei den Nicht-Registrierten, also das heißt, das sind Menschen, die wir aufgreifen, die zum Beispiel über Bulgarien, Rumänien und dann Ungarn nach Österreich gekommen sind, niemals polizeilich kontrolliert worden sind, damit auch nie behördlich festgehalten worden sind. Damit funktioniert auch das Dublin-System nicht, das ist das System der Rückstellungen. Wenn diese Zahlen sich langfristig deutlich reduziert und nicht nur auf kurzen Daten basiert, die dann über einen Tag oder 2 Tage oder 3 Tage sichtbar sind, sondern längerfristig, dann kann man beginnen, das Thema Schengen neu zu diskutieren. Eine Frage zum Arbeitsminister Martin Kocher, der hat ja da angekündigt oder die Idee geboren, dass man Sozialleistungen für Teilzeitbeschäftigte kürzen könnte. Was meint er damit? Ist das mit dem Koalitionspartner erstens abgesprochen? Es gibt ja schon Kritik daran, aber was meint er damit? Können Sie skizzieren, was der Sinn dieser Aussage ist? Der Arbeitsminister hat schon klargestellt, was er tatsächlich damit meinte. Wir haben eine große Herausforderung in Österreich und gleichzeitig eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben Rekordbeschäftigung. Die Herausforderung dabei ist, die Unternehmen suchen dringend noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Martin Kocher als Arbeitsminister muss sich die Frage stellen, wie bringe ich möglichst viele Menschen in den Arbeitsprozess? Wo gibt es für Menschen, die Teilzeit beschäftigt sind, Nachteile, wenn sie zum Beispiel von 20 oder 25 Stunden auf 35 Stunden aufstocken wollen? Und
Diese Frage ist eine aus meiner Sicht wichtige, die gelöst werden muss. Er hat nicht nur über das Arbeiten von Teilzeitkräften nachgedacht, wie man das verändern kann, so dass mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, sondern genauso auch darüber nachgedacht, wie kann sich länger arbeiten lohnen, also später in Pension gehen, aber dafür eben auch mehr davon dann zu haben in der Pension. Und genauso, wenn ich mehr arbeite und Überstunden mache, wie kann mir da mehr bleiben? Was aber der Arbeitsminister nie wollte ist und auch nicht thematisiert hat, ist, dass Menschen, die Betreuungspflichten haben, sei es jetzt Mütter in Karenz oder mit Kindern oder wenn es darum geht, in der Pflege gerade zu Hause tätig zu sein, dass daraus Nachteile entstehen. Die sind tabu. Das heißt, du hast jetzt gesagt, es soll ein Anreizsystem geben, dass Teilzeitbeschäftigung in Vollzeit gehen. Was wäre zum Beispiel so ein Anreiz? Na, Sie haben derzeit das Problem, wenn Sie von 25 auf 35 Stunden erhöhen, dass Sie dann in höhere Abgabenstufen hineinrutschen und in Wahrheit dann netto Ihnen nicht wirklich mehr überbleibt. Das heißt, da können Sie gleich bei 20 oder 25 Stunden bleiben. Genau um diese Detailfragen geht es. Das ist oft schwierig aufzulösen. Aber wir brauchen die Arbeitskräfte für unsere Wirtschaft, denn wir haben auch Gott sei Dank noch ein Wirtschaftswachstum und das darf nicht absterben. Ich wollte eine kurze Frage noch. Sie haben heute gesagt, das ist der völlig falsche Protest der Klimaaktivisten. Was meinen Sie mit völlig falscher Protest? Nein, es gibt ein Anliegen, das uns alle, glaube ich, beschäftigt und nachdenklich stimmt, das ist der Klimawandel und seine Folgen. Die Europäische Union, die Weltgemeinschaft denkt darüber nach, wie können wir diese Folgen reduzieren, wie können wir sie abschwächen. Das ist eine zentrale und wichtige Frage und hat viele Auswirkungen für die Industrie, für die Wirtschaft und es passiert da auch sehr viel in diese Richtung und wir bemühen uns, dass noch mehr passiert. Wenn dann aber Menschen hergehen, sich an Straßen festkleben, die Menschen behindern auf ihren Arbeitsweg, unter Umständen Rettungseinsätze gefährden, dann ist das aus meiner Sicht keine Form des Protestes, das ist Sabotage an der Gesellschaft, Sabotage an den Menschen, die ihren Lebensalltag gestalten müssen und das soll aus meiner Sicht nicht sein und das ist auch der falsche Weg, wie protestiert wird. Ja, aber da haben wir jetzt keinen Konsens innerhalb der Koalition, das was entscheidend ist. Der Innenminister hat jetzt schon durchgegriffen, es gab bisher 17 Verhaftungen, das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Denn Sabotage an der Gesellschaft ist eben kein Kavaliersdelikt.